Hallo, liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, schön, dass Sie da sind zu unserem heutigen Webinar. Egal von wo Sie zugeschaltet sind, ob jetzt der Nachmittag, der Arbeitstag langsam zu Ende geht, ob Sie schon im Bett liegen und vom Tablet aus zuschauen oder ob Sie beim Mittagessen sind, ganz egal. Wir sind heute eine schöne Anzahl. Wir sind aus der ganzen Welt. Toll. Ich bin Rüdiger Scherpe, ich bin der Fachberater für Deutsch als Fremdsprache vom ELI Verlag. Und ja, also wir sind pünktlich, aber ich würde sagen, wir warten noch ein paar Minuten auf ein paar Nachzügler. Ja, wenn man irgendwo lokal spricht, dann kann man auch so ein bisschen übers Wetter chatten. Ich denke mal, das ist heute ein bisschen schwieriger. Angesichts der Tatsache, dass wir aus allen Himmelsrichtungen kommen. Von daher, ja, Witze erzählen ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Ich sehe hier schon ein paar Grüße. Ich sehe hier ein Moin. Toll. Ich bin aus Hamburg, also von daher antworte ich denn auch ganz gern mit einem Moin Moin. Moin heißt ja nicht Morgen oder Guten Morgen, so wie das fälschlicherweise alle Süddeutschen oder alle Nicht-Hamburger oder Nicht-Norddeutschen denken, sondern Moin heißt gut. Moin Moin heißt also gut, gut. Das sagt man, wie gesagt, in Hamburg. Und ja, das kann man ja immer sagen, ne? Also gut, gut ist ja zu jeder Tageszeit eine gute Idee. Hallo, Herr Rüdiger. Ja. Also, ich schaue jetzt mal, dass ich die Fragen hier ein bisschen größer aufbekomme. Genau. Ja, also wie spät ist es? 3 nach. Ich würde sagen, noch 1 oder 2 Minuten warten wir. Dann geben wir auch noch ein paar Nachzüglern die Gelegenheit. Ja, das Thema heute, DAF-Unterricht nach dem Lockdown, hat sich etwas verändert. Ist natürlich irgendwo eine rhetorische Frage, weil natürlich hat sich was verändert. Es hat sich ganz, ganz viel verändert. Es hat sich viel für uns privat verändert, aber natürlich auch von der Arbeit her, auf der professionellen Ebene. Und ja, den zweiten Kommentar, den man machen kann, ist, naja, was heißt denn DAF-Unterricht nach dem Lockdown? Sind wir nicht alle noch im Lockdown oder wieder im Lockdown oder wie sieht es eigentlich aus? Und ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich sind wir alle, das ist jetzt ein bisschen schwierig abzufragen, aber sind wir alle irgendwie in einer Lockdown-Situation? Also ich kann sagen, zum Beispiel in Deutschland sind die Schulen noch geschlossen. Da ist das ja die Bildung, die Schulen. Das ist Ländersache. Da sind die einzelnen Bundesländer zuständig. Das heißt, jedes Bundesland kann auch eigene Regelungen treffen. Aber wie gesagt, momentan sind die Schulen da noch geschlossen. Alle Schularten, also vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe 2. Ich kann auch berichten hier aus Italien. Ich bin in Italien hier bei Eli, dass hier die Schulen alle geöffnet sind. Also hier haben wir eine ganz andere Situation. Wir hatten bis vor kurzem noch die Situation, dass die Oberschulen, die Sekundarstufe 2, dass die digitalen Online-Unterricht gemacht hat, die sind jetzt auch zurück im Präsenzunterricht. Aber ist natürlich alles eine sehr dynamische Situation. Und das kann sich auch schnell wieder ändern. Hoffen wir, dass es sich natürlich zum Guten wendet.
Okay, also ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Genug der Vorrede, noch ein paar technische Anmerkungen vorab. Eine Teilnahmebestätigung bekommen Sie in den nächsten Tagen per Mail zugeschickt von dieser Veranstaltung. Das ist das eine. Zum anderen, die PowerPoint, die Präsentation, die können Sie direkt herunterladen unter Dokumente. Da müssten Sie rechts in dem Menüfeld die Möglichkeit sehen, so ein Fenster aufzuklicken, Dokumente, Documents oder wie es auch immer in Ihrer eingestellten Sprache heißt. Und die Aufnahme von diesem Webinar können Sie sich anschauen und können Sie vielleicht auch weiterleiten, wenn es Ihnen gefallen hat, auf elionline.com/webinar. Und Sie finden die Aufnahme dieses Webinars auch auf Facebook. Genau. Ja, genug der Vorrede. Ich würde sagen, jetzt fangen wir tatsächlich an. Ich habe mal so als Eisbrecher diese erste Slide mir ausgesucht. Was sehen wir da? Stürmische See. Wir sehen eine ja, mutige Dame, die sich da dieser Welle entgegenstellt. Vorschriftsmäßig ist die geschützt. Und ja, was rollt da auf sie zu? Was meinen Sie? Schreiben Sie mal. Wenn Sie mögen, schreiben Sie in die Chatbox, da wo Fragen steht oder Questions oder Domande oder was Sie auch immer haben. Ich würde das gerne heute recht interaktiv aufziehen. Das heißt, gerne schreiben. Ich sehe hier Viren, genau, Viren. Das sind die kleinen roten Bällchen da. Das sind Viren, das denke ich auch. Also Covid. Was ist denn das, was da auf uns zurollt? Ist das die erste Welle? Genau, Matthias, geschrieben, sie zeigt, dass sie den Mut nicht verliert. Genau, sie ist sehr entschlossen, so wie wir haben den Mut nicht verloren. Muss man sich ja auch mal vor Augen halten, wenn uns jetzt jemand vor einem Jahr, also gerade zu Beginn der Pandemie gesagt hätte, dass wir ein Jahr später schon einen Impfstoff haben und schon in vielen Ländern der Welt das medizinische Personal und auch einige Risikogruppen geimpft haben. Das wäre ziemlich unglaublich gewesen, denke ich mal, wenn uns das jemand vor einem ja, gesagt hätte. Also von daher denke ich mal tatsächlich, wir verlieren den Mut nicht und wir haben auch Anlass dazu, denke ich mal. Der Herr schreibt jetzt, sie ist gut geschützt und das ist nicht die erste Welle. Genau. Wir sehen auf dem rechten Bildrand, da verschwindet eine Welle. Wahrscheinlich ist das die erste Welle. Oder ist die da verschwindet, ist das schon die zweite Welle? Und die da auf uns zurollt, ist das schon die dritte Welle? Wer weiß das? Wie gesagt, nicht den Mut verlieren. Ja, wir bekommen das alles in den Griff. Und gleich mal eine Umfrage starten. Und zwar zur Situation, wie Sie momentan unterrichten. Ich hoffe, das sehen Sie jetzt alle. Unterrichten Sie im Präsenzunterricht, das heißt im Klassenraum mit den Schülern im Klassenzimmer. Machen Sie Online-Unterricht, das heißt, dass Sie praktisch Live-Unterricht Lektionen machen über das Internet? Ist es eine gemischte Situation zwischen Präsenz und Online oder ist es ein Fernunterricht? Das heißt, das habe ich jetzt mal so genannt, dass Sie keine Lektionen machen, richtig, sondern dass Sie mehr oder weniger lediglich so zum Hausaufgaben verteilen oder zur Hausaufgabenhilfe, zum Korrigieren zur Verfügung stehen. Darf ich Sie mal bitten, abzustimmen? Bitte einmal abstimmen. Ich hoffe, Sie sehen das. Jetzt müsste das offen sein. Okay. Spannend, das zu verfolgen. Okay. Also eine überwältigende Mehrheit
macht Online-Unterricht. Okay. Das heißt, hier ist das Digitale eine Riesenhilfe für uns. 70% ist momentan da. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Sie das auch sehen. Ich kommentiere das jetzt einfach mal. Also 70% Online-Unterricht, 20% gemischten Unterricht zwischen Präsenz und Online und Präsenzunterricht tatsächlich nur 6%. Das hätte ich nicht erwartet. Da hätte ich schon gedacht, dass das mehr Schüler und Schulen und Länder sind. Okay. Und nur 2% machen Fernunterricht. Also das ist auch eigentlich ein schönes Feedback. Das heißt, dass wenn kein Präsenzunterricht, das heißt, wenn von zu Hause unterrichtet wird, dann aber digital und online. Also sagen wir mal schon qualitativ höherwertiger als jetzt, sagen wir mal, lediglich diese Hausaufgabenkorrekturen. Okay, vielen Dank. Ich gehe jetzt mal zur nächsten Slide und möchte kommen zur Erfahrung mit der neuen Realität. Und auch hier habe ich einige Fragen, ein bisschen Feedback, auch hier noch zum Zusammenkommen. Bevorzugen Sie Präsenz- oder Distanzunterricht? Bitte einmal auch hier in das Fenster schreiben. Was bevorzugen Sie? Präsenz- oder Distanzunterricht? Ja, die ersten Antworten kommen und genau, keine großen Überraschungen hier. Präsenzunterricht ist das bevorzugte Mittel des Unterrichtes. Wenn wir können, dann wollen wir ganz klar wieder zurück in ins Klassenzimmer. Genau, das sehe ich hier normalerweise Präsenzunterricht. Genau. Ja, Präsenz, also keiner, der jetzt wirklich den Distanzunterricht bevorzugt. Schön, danke. Nächste Frage. Was sind die größten Herausforderungen und Probleme beim Distanzunterricht für Sie? Also, was bereitet Probleme? Die Motivation, okay. Die Internetverbindung, genau. Das, genau, schlechte Verbindung, ja. Technische Probleme. Genau, technische Voraussetzungen. Lust der Schüler, Motivation, ja. Konzentration auch, genau. Die Schüler verstecken sich, machen die Webcam aus, genau. Genau, also auf der einen Seite haben nicht alle Schüler ein Device, mit dem sie zugreifen können oder den Unterricht verfolgen können. Dann ist entweder die Verbindung bei den Schülern nicht hervorragend oder auch bei uns, auf unserer Seite, von Lehrerseite, ist nicht hervorragend. Klar, die Motivation ist es was ganz anderes, wenn man sich sieht. Sprechen ist ein Problem. Genau, ja, das ist ein interessanter Punkt, da kommen wir gleich noch dazu. Danke. Ich gehe jetzt noch mal weiter, nehme noch eine Frage. Welche Vorteile hat der Distanzunterricht? Wir haben jetzt schon gesehen, Distanzunterricht mögen wir eigentlich. Kein Krach. Okay, das ist lustig, genau. Also, man ist zu Hause, kurzer Arbeitsweg, genau. Ja, darf man nicht vergessen. Individuelles Feedback schreibt Moika. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Okay, hier. Ümür schreibt wirklich, man kann besser sehen, welche Studenten wirklich oder welche Schüler wirklich arbeiten. Okay, genau. Ja, also Distanzunterricht. Unterricht ist kürzer, ja, genau. Also so ein paar praktische Dinge. Also wir haben jetzt so gelitten, also so ein paar Vorteile mit kürzerer Arbeit und weniger Unterricht und so, das ist dann ja auch okay für uns. Ich würde sagen, also so ein paar praktische Sachen, was ich auch häufiger sehe, ist, dass schüchternere Schüler
teilweise davon profitieren. Also, dass sie, wenn sie im Klassenzimmer sind, dass so ein bisschen Druck, dass sie den Druck spüren, wenn sie sprechen sollen oder wenn sie lesen sollen und dass, wenn sie das von zu Hause aus machen, dass, wie gesagt, die etwas stilleren aufwachen und eher so ein bisschen aus sich rauskommen. Das habe ich gemerkt. Dass man im Distanzunterricht, wenn man bestimmte Technologien verwendet, wie zum Beispiel Breakout-Räume, das finde ich ein ganz wichtiges Werkzeug, vielleicht auch einmal kurz schreiben in das Chatfenster, kennen Sie Breakout-Räume? Das ist die Möglichkeit, dass man, okay, ich bekomme jetzt die Rückmeldung, ja, das ist die Möglichkeit, dass man kleine Räume einrichten kann. Also es sind alle, genau, in Teams und in Zoom ist das vorhanden, auch genau, in Zoom, in Teams, genau. Dass ich also mit der großen Klasse spreche, so wie wir jetzt, dass ich aber auch kleine Räume oder andere Räume einrichten kann, in denen ich Partnerarbeit oder Gruppenarbeit mache und wo denn die Schüler miteinander sprechen können, zum Beispiel diskutieren können. Und das ist halt etwas, was im Moment, wenn es Präsenzunterricht gibt, ja fast unmöglich ist, also dass die Schüler zusammenarbeiten. Und das ist jetzt im Moment ein Vorteil vom Distanzunterricht. Okay, klar, aber wir wollen alle wieder zurück in den Klassenraum. Okay, hier schreibt mir Derja, lasse oft nach dem Lesen der Lektüren die Übungen bearbeiten. Genau, in den Breakout-Räumen wahrscheinlich. Und die letzte Frage, denken Sie, dass das Buch verschwinden wird? Also das gedruckte Buch auf Papier. Wir haben ja jetzt die Situation, dass ganz, ganz viel online läuft und das uns online einfach rettet, weil ansonsten, ja, wie würden wir miteinander kommunizieren? Ganz viele Antworten jetzt, das Buch wird nicht verschwinden, also das ist die überwiegende Meinung. Serpil schreibt jetzt zum Beispiel, in 20 Jahren ja, okay, ja. Genau, nein, schreibt hier Kangö. Ich finde, das Buch anfassen ist etwas anderes. Genau, das ist jetzt interessant. Das ist auch weltweit ganz unterschiedlich. Es gibt Gegenden, in denen die Digitalisierung schon extrem weit fortgeschritten ist. Zum Beispiel in den USA, auch in bestimmten lateinamerikanischen Ländern und natürlich teilweise an Privatschulen, also dort, wo mehr Geld vorhanden ist, und in anderen Ländern und Kontinenten ist es noch nicht so der Fall. Ich sehe zum Beispiel in Deutschland und in Italien, dass das Buch immer noch eindeutig der Träger des Unterrichtes ist und dass da auch kein großer Druck jetzt momentan ist, das abzuschaffen. Also die Präferenz ist eindeutig da. Die Präferenz, mit dem Buch zu arbeiten. Denn neue Studien, wissenschaftliche Studien scheinen auch nahezulegen, dass es nicht dasselbe ist, ob wir mit dem Buch lernen oder mit dem Device aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel ein Buch kann ich anfassen, ich kann es hochheben, ich merke, wie schwer das ist, ich kann in den Seiten blättern, ich höre es, ich kann es riechen, ich kann es umdrehen und so weiter. Das kann ich alles mit dem Tablet nicht und oder nur sehr eingeschränkt machen. Und in den letzten Jahren war ja so sehr in Mode der Begriff des gehirngerechten Lernens. Und ja, es scheint tatsächlich gehirngerechter zu sein, wenn wir mit einem gedruckten Buch arbeiten. Also wenn wir alle Sinne benutzen zum Lernen. Aber nochmal, digital ist da im Moment, rettet es uns und es wird auch nicht verschwinden. Aber ich denke auch nicht, dass das Buch verschwindet. Okay, vielen Dank jetzt für die ersten Kommentare und ich würde gleich mal gehen zu einer ersten Slide. Wir sehen hier ein,
jungen Mann, wahrscheinlich aus der Oberstufe. Und ja, der ist augenscheinlich, dem geht es nicht gut, der ist wahrscheinlich deprimiert, traurig. Und ja, das sind, damit müssen wir uns befassen, ist die Situation von vielen Schülern in diesem Moment im Lockdown. Und ich habe hier mal ein paar Studien zusammengetragen. Und zwar haben wir hier eine Studie, das ist die sogenannte COPSI-Studie, die ist vor ein paar Wochen erschienen und die hat die Lebensqualität der Kinder untersucht, wie sie sich in der Pandemie jetzt entwickelt hat. Und die Studie hat festgestellt, dass sie sich verschlechtert hat. Fast jedes dritte Kind leidet unter psychischen Auffälligkeiten. Betroffen sind vor allem Risikofamilien. Okay, was sind Risikofamilien? Naja, Familien, wo vielleicht nur ein Elternteil da ist oder wo die Kinder besondere Lernbedürfnisse haben, wo vielleicht eine Dyslexie vorhanden ist oder andere Beeinträchtigungen oder sonst etwas. Also Risikofamilien. Das heißt auch, dass Familien aus Nicht-Risiko, also Entschuldigung, dass Kinder aus Nicht-Risikofamilien relativ gut und unbeschadet durch die Pandemie zu kommen scheinen. Also das ist ein Befund, der interessant ist. Eine zweite Studie, ebenfalls vor ein paar Wochen erschienen, ist erstellt worden von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die der SPD, der politischen Partei in Deutschland nahesteht. Und diese Stiftung hat bestimmte Empfehlungen ausgesprochen und zum Beispiel empfohlen, etwas sehr, sehr, was uns überrascht, nämlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Was heißt das? Das überrascht uns ja erstmal, denn eigentlich ist es ja unser Ansatz und unser Antrieb, dass wir alle gleich behandeln und allen gleiche Möglichkeiten bieten. Naja, und wenn wir dran denken, an den Befund der COPSI-Studie, die wir gerade gesehen haben, dass halt Kinder aus Risikofamilien mehr Probleme haben, dann meint dieses Prinzip ungleiches ungleich behandeln, dass diese Kinder mehr Unterstützung benötigen als diejenigen Kinder, die, sagen wir mal, aus Nicht-Risikofamilien stammen. Okay, also interessant. Ist wahrscheinlich ein Prinzip, was wir sowieso anwenden können, was allgemeingültig ist für den Unterricht, aber was jetzt stärker zutage tritt. Zweiter Punkt, für feste Tagesstrukturen sorgen. Das klingt total banal und klingt auch nicht nach einer Aufgabe eines Deutschlehrers eigentlich. Natürlich können wir da nur einen Beitrag leisten, aber wir dürfen nicht vergessen, viele dieser Kinder, denen geht eine Routine abhanden. Also morgens aufstehen, Zähne putzen, sich waschen, sich anziehen und zur Schule gehen. Das ist jetzt im Lockdown nicht selbstverständlich. Und auch hier wieder in bestimmten Familien ist diese Routine, wird die nicht eingefordert. Und insofern können wir Lehrer da wirklich eine signifikante Figur sein und eine große Rolle spielen. Dritter Punkt, dritte Empfehlung, faire Prüfungen gewährleisten. Okay, Prüfungen, das ist ein sehr schwieriges Thema, werden Sie wahrscheinlich mir beipflichten. Ja, wie macht man es? Wie verhindert man, dass die Schüler nicht voneinander abschreiben, dass sie keine sonst wie ausgeklügelte App benutzen oder sonst irgendetwas? Es ist ziemlich unmöglich. Eine Möglichkeit oder ein Ansatz ist es, dass ich weniger auf diese strukturierten Tests und Klassenarbeiten setze und eher kontinuierlich prüfe. Wenn ich zum Beispiel die Breakout Rooms habe, dass ich mehr sprechen lasse, dass ich ja eher so einen kontinuierlichen Eindruck habe und kontinuierlich praktisch Noten sammle. Und dazu passt dann auch die letzte Empfehlung: kein Sitzen bleiben am Ende des Schuljahres. Klar, das wird jetzt natürlich von Land zu Land anders gehandhabt werden. Aber wenn ich keine fairen Prüfungen gewährleisten kann, und das ist schwierig, dann sollte ich auch sicherstellen, dass niemand dadurch benachteiligt wird.
und am Ende des Schuljahres sitzen bleibt. Okay. Und noch eine letzte Studie. Das ist die Studie Cybermobbing von der Gesellschaft CyberLife aus Deutschland. Das ist eine Studie, die ist Ende 2020 erschienen. Und die hat festgestellt, dass das Cybermobbing in den letzten 3 Jahren um 30% angestiegen ist, vor allem während der Pandemie. Was ist Cybermobbing? Nun, das ist Beleidigen, Beschimpfen, üble Nachrede, Erniedrigen und so etwas und so weiter und so fort über das Internet, vor allem natürlich über Social Media, WhatsApp, Facebook und so weiter. Veröffentlichen von peinlichen Fotos oder Videos oder Tonaufnahmen und so weiter, also Cybermobbing. Betroffen sind mittlerweile 17% aller Schüler, das heißt fast jeder Fünfte. Und Schüler sind im Durchschnitt 2 bis 3 Stunden online. Im Primarbereich ist es weniger, im Sekundarbereich ist es mehr. Und auch ein Befund, den ich interessant finde, wer mit seinem Leben weniger zufrieden ist, ist mehr online. Okay. Also auch hier sind es Dinge, das ist ein Trend, der zugenommen hat, dieses Cybermobbing. Und auch hier sind wir Lehrer. Ich wollte jetzt sagen, gefragt. Und da kann man natürlich sagen, naja, aber das ist ja eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Wir sind Deutschlehrer. Aber für viele dieser Schüler sind wir die einzigen. Hier schreibt jemand, ich kann Sie leider nicht hören. Können mich alle hören? Bitte einmal zurückmelden. Ja, okay. Also, tut mir leid, derjenige, der mir geschrieben hat, dass er mich nicht hören kann. Ich weiß nicht, was da verkehrt ist. Vielleicht ist der Ton ausgestellt, die Lautstärke. Wir sind für viele Schüler halt, die Lehrer sind die einzigen wirklich signifikanten Ansprechpartner. Und das heißt, die soziale Komponente ist enorm wichtig. So habe ich das jetzt mal genannt. Das ist etwas, was wir natürlich vorher schon wussten. Aber es ist jetzt noch eine Facette hinzugekommen, nämlich Lehrer sind zunehmend auch als Erzieher gefordert, dass wir nämlich vielleicht einfordern, hey, wenn du zum Online-Unterricht kommst, dann kämm dir die Haare, dann sei nicht im Pyjama, dann sei pünktlich und lass die Webcam an. Und wenn ich dein Zimmer hinten sehe, ich hoffe, ich bin jetzt ein gutes Beispiel, dann räum es bitte auf. Ist natürlich nicht leicht und je älter die Schüler und Jugendlichen sind, desto schwieriger ist es, in dieser Form Gehör zu finden und Einfluss zu nehmen. Aber ja, wir können auch, wenn wir feststellen, da zieht sich jemand zurück, da wird jemand immer schweigsamer, die Leistungen brechen ein, werden immer schlechter, ist ein Hinweis eventuell auf Cybermobbing oder was ist da los? Also von daher, das ist etwas, was wir mitbekommen, wir als Lehrer. Und das ist jetzt der zweite Punkt, eher ein bisschen klassisch, wenn wir auf die soziale Komponente achten. Man lernt nur von jemandem, den man mag. Ich weiß nicht, ob Sie da mit mir übereinstimmen, aber ich glaube, da ist was Wahres dran. Man mag ja nicht nur jemanden, der total freundlich ist oder der nie kritisiert oder so, aber man muss irgendwo so einen Respekt spüren, der einem entgegengebracht wird und ja, da entsteht dann meistens etwas. Und wenn man das Glück hatte, jetzt seine Gruppe, seine Klasse vor dem Lockdown schon kennengelernt zu haben und zu kennen und da soziale Kontakte aufgebaut hat, dann hilft einem das sicherlich. Auch jetzt in dieser Lockdown-Phase. Genau, also soziale Kontakte sind enorm wichtig und deswegen in Kontakt bleiben. Gerne auch ein bisschen moderner als die beiden Mädchen hier. Zum Beispiel, auch hier hilft uns die Technologie und auch hier werde ich jetzt den meisten wahrscheinlich nicht viel Neues verraten. Google Docs, das ist ja ein ganz einfacher Weg, Dokumente zu teilen in der Klasse und
genau, die allen anderen auch zugänglich zu machen. Kahoot, wahrscheinlich auch hier kennen das die meisten, ist eine Quiz-App. Das heißt, die kann ich mir aufs Smartphone runterladen und kann einen Quiz veranstalten, auch mit Schülern, die zu Hause sind. Das macht sehr viel Spaß und zu vielen Lehrwerken ist es auch schon verfügbar und auch nur heruntergeladen zu werden. Nächstes Beispiel ist Padlet. Das ist eine, ja, digitale Pinnwand. Da kann ich alle möglichen Dokumente, Nachrichten und so weiter hinterlassen. Auch gerne Videos oder Audios oder Lieder, Musik, sonst irgendetwas. Da haben alle Zugriff drauf. Und das kann auch gerne über das rein Schulische hinausgehen. Wenn ich also als Lehrer, vielleicht bin ich Klassenlehrer oder vielleicht habe ich einen guten Draht zu den Schülern oder ich möchte ihn aufbauen, dann ja so eine Art Forum schaffen, was nicht unbedingt jetzt immer nur WhatsApp ist oder so, oder Instagram, sondern ja, habe ich hier etwas, was mit der Klasse zu tun hat und was dann aber auch mit der Schule zu tun und mit vielleicht DAF-Inhalten, also Padlet. Und Slack, das ist jetzt eine Plattform, die macht, denke ich mal, so etwas Ähnliches wie Teams. Also da kann ich wirklich so eine Art virtuelles Klassenzimmer aufbauen. Allerdings ist es weniger strukturiert in dem Sinne, aber es ist sehr gut, um zusammenzuarbeiten, um gemeinsam zu kommunizieren. Also das sind so ein paar Ideen, wie man miteinander in Kontakt bleiben kann. Eine weitere These, die ich hier mal in den Raum stellen möchte, ist, es ist Hilfe da, wenn man sie benötigt. Das war zumindest mein Eindruck und ich habe in den letzten Monaten ganz, ganz viel Kontakt gehabt mit Kollegen und Kolleginnen. Und war meistens in der Lage zu helfen, natürlich technischer Support, wie man Dinge vielleicht installiert oder wie man Dinge nutzt, bestimmte Softwares. Und ja, das war auch mein persönlicher Eindruck und ich glaube auch, dass es so ein bisschen auch in der didaktischen Welt der Eindruck ist. Es ist Hilfe da, wenn man sie benötigt. Zum Beispiel im Kollegenkreis. Was mussten wir alles von heute auf morgen neu lernen an Softwares und so weiter? Oder in Internetforen oder Tutorials auf YouTube. Und wie schon angesprochen, wir Verlage, auch wir waren ganz viel in Kontakt mit Ihnen, mit den Deutschlehrern. Also ich denke, wenn man nicht immer nur sozusagen das Negative sehen möchte, sondern auch einfach mal ja, sich die Zeit nimmt, zu reflektieren und zu sehen, was ist eigentlich positiv. Und ich glaube, wenn man Hilfe braucht, dann findet man sie. Oh. Schön, oder? Wann wird das wieder möglich sein, dass wir so in einem Park sitzen, mit einem Buch in der Hand, ein bisschen relaxen, ohne Maske? Aber natürlich im Moment setzen wir die Maske natürlich auf. Wann wird das wieder möglich sein? So eine entspannte Situation. Und mein Punkt, den ich hier ansprechen will. Hier ist eine Meldung. Zum Glück gab es viele Seminare, um diese Dinge zu lernen. Ich weiß jetzt nicht genau, bezieht sich das auf dieses Thema. Ich möchte hinaus auf ja, das Thema Wellness und Mindfulness, wie es auch Neudeutsch so schön heißt. Das stimmt, da gab es viele, viele Seminare. Das ist ein großes Thema geworden. Denn natürlich, wie es auch im Flugzeug immer so schön heißt, legen Sie die Sauerstoffmaske zuerst bei sich selbst an und helfen sie dann allen Hilfsbedürftigen. Das heißt, ich als Lehrer muss als allererster darauf achten, dass meine ja, seelische und körperliche Gesundheit intakt ist, damit ich auch den Schülern helfen kann. Wir haben gerade gesehen, viele von denen brauchen unsere Hilfe. Also, das ist ein wichtiger Punkt, das Thema Mindfulness.
Ich möchte es aber auch, wenn wir das münzen auf die Schüler, auch da gibt es jetzt Bestrebungen, sehe ich das, Initiativen, die auch wirklich Atemübungen für Schüler im Unterricht anbieten, also solche Konzepte, alles super, alles richtig, ist natürlich auf die Entfernung im Online-Unterricht nicht einfach umzusetzen. Ein Instrument, was ich als sehr beruhigend empfinde, ist das extensive Lesen. Instrument, eine Methode. Ich weiß nicht, ob jemand zufällig ein Webinar gesehen hat, was ich im letzten Jahr gemacht habe. Da ging es um dieses Thema. Beim extensiven Lesen ist die Idee die folgende. Schüler sollen viel lesen in der Fremdsprache. Aber der Anspruch ist nicht, dass sie besonders schwierige Texte lesen oder anspruchsvolle oder ganz viele Wörter lernen oder so, sondern es geht ums Lesen. Und die Schüler haben auch die Freiheit, dass sie ein Buch weglegen dürfen, wenn sie es nicht mögen. Also sie müssen es nicht unbedingt zu Ende lesen. Und sie werden auch nicht dafür benotet. Kann man machen, aber besser nicht. Und das ist die Idee vom extensiven Lesen. Natürlich, je mehr man liest, desto besser entwickelt sich mein Wortschatz, desto sicherer werde ich im Umgang, desto mehr Wörter schaffe ich vielleicht aus dem passiven in den aktiven Wortschatz zu überführen und so weiter. Also eine sehr softe Herangehensweise. Und das können wir zum Beispiel erledigen mit den Lektüren von Eli. Wir sehen hier Beispiele von den Lektüren für die Primarschule. Oma Fix und die Wikinger, Schneewittchen, also auch Märchen, Onkel Karl, verschiedene Sprachniveaus, das sind die ersten Lektüren. Oder für Jugendliche, Kreuz und quer durch Berlin oder die Umweltdetektive oder auch junge Erwachsene, wie Eichendorff, Zweig, Effi Briest, also die vereinfachte Klassiker. Wer im Moment im Präsenzunterricht ist, ist es wahrscheinlich durch Covid-Bestimmungen und Hygiene nicht so einfach, jetzt praktisch diese Bibliothek zu nutzen. Für diese Fälle hat Eli eine Auswahl von diesen Readern, von diesen Lektüren auf die Webseite gestellt und die können gratis heruntergeladen werden. Und das ist auch eine Möglichkeit, Schüler zum Lesen anzuregen. Ja, nächstes Thema. Was sehen wir hier? Das ist ein Foto aufgenommen, wahrscheinlich an einem Freitag. An einem Freitag, ich würde mal schätzen, entweder 2019 oder Anfang 2020, nämlich als es diese Friday for Future Demonstration noch gab. Und das junge Mädchen, diese Jugendliche, teilt uns jetzt mit, dass es noch etwas gibt, was noch schlimmer ist als Hausaufgaben, und das ist nämlich der Klimawandel. Genau, also sie lacht und das ist sehr scherzhaft, aber es ist natürlich ein ernstes Thema. Und worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, dass natürlich diese Thematik, diese großen Thematiken auch an uns DAF-Verlagen nicht so spurlos vorbeigehen dürfen und dass wir dies in unsere Programme, in unsere Angebote mit aufnehmen. Denn der Vorteil am Sprachenlernen, am Sprachunterricht ist ja, man kann im Grunde über alles sprechen. Und warum sprechen wir denn nicht über Dinge, die auch wirklich die Schüler, die Kinder, die Jugendlichen etwas angehen und die sie berühren? Und da haben wir zum Beispiel die Sustainable Development Goals. Das sind Ziele, Entwicklungsziele, die sind von den Vereinten Nationen, von der UN, sind die formuliert worden vor 2, 3 Jahren, auch bekannt unter dem Schlagwort Agenda 2030. Und das sind insgesamt 17 Ziele, die
ja, solche Themen umfassen, wie zum Beispiel das Bekämpfen der Armut, des Hungers, für die Gleichheit der Geschlechter zu sorgen, an die Umwelt denken, sauberes Wasser und so weiter. Das sind also Themen, die formuliert worden sind und mit denen wir jetzt im DAF-Unterricht arbeiten. Und da haben wir jetzt zum Beispiel Arbeitsblätter auf die Webseite gelegt und Ihnen zur Verfügung gestellt. Also hier finden Sie auf elionline.com/distance-learning finden Sie die Angebote in verschiedenen Sprachen und können, wenn Sie auf Deutsch klicken, die Arbeitsblätter zur Agenda 2030 herunterladen und finden zum Beispiel auch die ELI-Readers, die ELI-Lektüren, die ich eben angesprochen hatte. Das Einzige, was Sie machen müssen, dass Sie sich als Lehrer registrieren auf dieser Webseite. Genau. Ich schaue mal, ich bin, denke ich mal, ganz gut in der Zeit. Ja, ein nächster Punkt, auch hier wieder ein bisschen positiv gewendet. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. Und ja, das kann man jetzt natürlich auch ein bisschen zynisch oder sarkastisch drehen und sagen, na klar, haben wir viel Neues gelernt, natürlich auch viel Negatives und vieles von dem, was wir gelernt haben und lernen mussten, jetzt im Lockdown, das wollten wir eigentlich gar nicht so genau lernen und wissen. Aber ich denke, das ist jetzt so eine ganz besondere Situation und jetzt gerade auch für uns Lehrer, denke ich, wir lieben es zu unterrichten, aber wir sollten auch nie aufhören zu lernen. Und in dem Sinne ist es schon ein sehr besonderer Moment. Und wir haben sicherlich ganz, ganz viele neue Eindrücke und Erfahrungen gemacht im letzten Jahr. Und hey, lass es uns mal positiv uns vor Augen führen und sagen, hey, ja, das haben wir gemacht. Da sind wir, da können wir auch stolz auf uns sein. Und ich möchte Ihnen noch diesen Satz mit auf den Weg geben. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und jetzt, in dieser Situation, können wir garantiert antworten, also das weiß ich ganz genau und das ist noch gar nicht so lange her. Aber vor dem Lockdown, weiß ich aus eigener Erfahrung, dann hätte man schlucken müssen und relativ lange darüber nachdenken müssen. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Ja. Okay. Nächste Beobachtung. Asynchrones Lernen ist hilfreich. Das ist auch so ein Konzept. Vor 2 Jahren kannte das wahrscheinlich keine Mehrheit unter den Didaktikern und Lehrern. Heute kennen es wahrscheinlich relativ viele. Asynchron meint, dass ich dass ich zeitversetzt lerne. Das heißt, jetzt im Moment, wenn wir dieses als Lernen ansehen, diese Situation, ein Webinar, dann ist es synchron und wir sind an verschiedenen Orten, aber zur selben Zeit. Und asynchron heißt, dass wir auch am selben Ort sein können, aber es zu verschiedenen Zeiten. Und ja, was heißt das? Was meint das? Unterrichtszeit ist jetzt verkürzt. Das haben wir vorhin auch gesehen. Der Unterricht ist kürzer. Genau, das heißt, die Zeit wird eigentlich noch wertvoller. Wir haben zum einen weniger Zeit und zum anderen ist es ja erschwert, sind die Bedingungen erschwert. Vorhin kam auch die Rückmeldung, das Sprechen, ja, das ist gar nicht so einfach, das Sprechen zu organisieren zum Beispiel. Und da hilft uns jetzt dieses Konzept des asynchronen Lernens in dem Sinn, dass wir Dinge, die man gut alleine machen kann, zu Hause erledigt. Wie zum Beispiel das Lernen von Grammatikregeln oder das Durchlesen von Grammatikregeln. Das Anschauen von Videos oder das Anhören von Audios und die Zeit, die wir gemeinsam haben, die versuchen wir so zu nutzen, indem wir kommunizieren miteinander.
zum Beispiel in den berühmten Breakout-Räumen. Und was hier sehr hilfreich ist als Werkzeug, das ist zum Beispiel das digitale Lehrwerk. ELI hat diese digitalen Lehrwerke, wir nennen die Aktivbuch, auf BSmart. Das ist eine Plattform, Sie kennen vielleicht andere Plattformen wie Blink Learning oder so was. BSmart ist genauso sehr anwenderfreundlich und sehr komplett. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, dass ich durch das Kursbuch blättere und die Audiodateien anklicke und mir anhöre. Die Videos kann ich mir anschauen. Und das ist genau das Konzept, was ich eben noch sagen wollte. Das ist natürlich der Flipped Classroom oder der umgedrehte Unterricht, den ich da sehr gut mit praktizieren kann. Aufgaben sind zum Beispiel interaktiv. Jeder Schüler, der sich zum Beispiel dieses Lehrwerk kauft, der hat auch die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, auf die digitale Version. Das ist jetzt wunderbar. Das ist das neue Lehrwerk für die Primarschule in drei Niveaustufen. Hier habe ich mal die Komponenten aufgeführt, das Kursbuch, das Arbeitsbuch und das Aktivbuch, den Download. Drei Niveaus bis zur Niveaustufe A2.1 ab einem Alter von ja, wahrscheinlich 8, 9 Jahren. Genau. Eine zweite Technologie, die uns sehr behilflich ist in diesem Zusammenhang, ist ELI-Link. Das heißt, das ist eine App, die kann ich mir gratis herunterladen vom App Store oder von Google Play auf mein Device, Smartphone oder Tablet. Und mit der, ich öffne die App und scanne dann die Seite in meinem Lehrwerk oder in meinem Buch, zum Beispiel auch im Bildwörterbuch von ELI. Und die App bietet mir die multimedialen Inhalte an, die ich auf dieser Seite habe. Also möchtest du das Audio hören, möchtest du das Video anschauen, möchtest du diese interaktive Übung machen? Okay. Und ja, das ist halt extrem praktisch und ich sehe es auch so, es ist halt der ultimative Ausredenkiller. Also die CD, da hat der Hund drauf gesessen oder mein Bruder hat mir die versteckt oder Papa lässt mich nicht am Computer oder mein Computer hat kein CD-Laufwerk mehr. Diese ganzen Ausreden können wir damit beiseite schieben, weil wahrscheinlich jeder oder fast jeder ein Handy entweder hat oder Zugang dazu. Okay, also auch hier, Technologie ist natürlich eine große Hilfe. Und jetzt zum Abschluss noch mal ein paar Reflexionen, ein paar Fragen in die Runde. Wir brauchen Zeit zum Nachdenken. Das ist etwas, diese Zeit, wir sind zwar viel zu Hause jetzt, aber das heißt ja nicht, dass wir mehr Zeit haben, paradoxerweise. Und ja, ich finde, es ist schon wichtig, ganz wichtig, dass wir ab und zu uns diese Zeit nehmen und gönnen. Und jetzt einfach mal ein paar Fragen. Zum Beispiel, haben Sie sich schon einmal gefilmt beim Unterricht? Auch hier gerne wieder, wenn Sie mögen, antworten, schreiben. Okay, ja, aus der Türkei sehe ich ja. Okay. Okay, also doch einige. Ein Nein auch. Also es ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob das diejenigen oder viele von denjenigen, die jetzt schreiben, dass sie sich schon gefilmt haben, ob das in den letzten Monaten stattgefunden hat. Denn mein Punkt ist jetzt, es ist ganz einfach, das zu machen mit den Tools, die wir nutzen für den Online-Unterricht. Einfach klicken, Aufnahme und dann hat man sich und klar, es ist immer ein bisschen doof, man findet seine Stimme total blöd und wie sehe ich da schon wieder aus. Aber es ist halt wirklich spannend.
das mal zu sehen. Wie komme ich eigentlich rüber? Wie komme ich eigentlich rüber? Und das ist halt in vielen Ländern sehr verbreitet, so kollegiale Unterrichtsbeobachtung. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Italien, ist das ganz und gar nicht gang und gäbe. Das heißt, da ist es eher verpönt, dass man in den Unterricht eines Kollegen geht. Und ja, für diese Situation ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man mal diese Möglichkeit hat, um sich selbst Feedback zu geben. Nächste Frage. Wie wichtig ist die Auswahl der Technologie? Also wir haben jetzt gesprochen viel über Technologie. Natascha schreibt, es ist sehr wichtig, Bukit auch sehr wichtig. Okay. Also wir haben gesprochen über Zoom, über Google Meet, was gibt es sonst noch? Adobe Connect und wir sind hier jetzt auf GoToWebinar und Skype Professional und so. Das ist jetzt Fatma schreibt, zu 50% ist es wichtig. Okay. Ich würde jetzt so ein bisschen gegen den Strom schwimmen und sagen, ich finde, es ist gar nicht so wichtig. Das wäre jetzt interessant zu schreiben oder zu wissen, aber das ist vielleicht eine Diskussion, die das ein bisschen zu weit führt. Warum viele von Ihnen das so wichtig finden? Ich würde sagen, viele Technologien können halt ungefähr dasselbe. Mit einer ganz, ganz großen Ausnahme. Und das sind die berühmten Breakout-Räume. Ich denke, das ist ein Muss, beziehungsweise das ist ein absolutes Ausschlusskriterium. Kann die Technologie das oder nicht? Diese Breakout-Räume, da wo ich die Möglichkeit habe, SchülerInnen in Paaren oder in kleinen Gruppen arbeiten zu lassen, das ist, denke ich mal, schon ganz, ganz entscheidend. Und wenn eine Technologie, eine Plattform das kann, dann ist es ein riesiger Pluspunkt. Okay, und letzte Frage. Sind wir jetzt eigentlich bessere Lehrer? Sind wir bessere Lehrer? Natürlich, schreibt Maja. Ja, Teil. Ich glaube schon, Alvin. Jein. Fatma, okay. Leider nicht, schreibt jemand. Okay. Auch hier, klar. Auf der einen Seite sind wir wahrscheinlich komplettere Lehrer. Ich schaue immer noch in den Feed. Wir sind wahrscheinlich komplettere Lehrer, weil dieser ganze Technologieaspekt, den haben wir jetzt schon natürlich viel besser gelernt, sind da fitter geworden und können das viel besser einsetzen und können die positiven Aspekte der Technologie viel besser nutzen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite jetzt bessere Lehrer, ja, unsere Methodik hat sich wahrscheinlich nicht viel weiterentwickelt, weil der Online-Unterricht ist natürlich eher Frontalunterricht. Stichwort Breakout-Räume, okay, man kann Projekte machen und so, aber es ist halt tendenziell eher noch frontaler als der Präsenzunterricht. Von daher denke ich mal, wir sind vielleicht auch bewusstere Lehrer geworden. Wenn wir an den Anfang denken, die Diskussion darüber oder die Reflexion darüber, dass wir ein bisschen auf die Schüler auch achten, dass vor allen Dingen die Schüler aus Risikofamilien, dass die uns brauchen, weil sie nicht viele andere Ansprechpartner haben, die sich wirklich in dem Sinne um sie kümmern. Also ja, und wenn wir diese ganzen, sagen wir mal, Adjektive zusammenpacken, vielleicht sind wir dann tatsächlich auch bessere Lehrer. Also, ich sehe hier noch, was passiert nach dem Lockdown mit der erworbenen Technologie? Kann man diese später anwenden? Das ist jetzt eine Frage, wer hat sie gestellt? Das sehe ich jetzt gar nicht.
Das ist Zafer, schreibt das. Okay. Was passiert? Das führt uns jetzt schon so ein bisschen zu meinem letzten Punkt, nämlich zu den Fragen und Antworten. Ich würde jetzt nämlich nur noch zwei Dinge von mir aus sagen, und zwar, Eli ist auch in den sozialen Medien aktiv und präsent, zum Beispiel auf Facebook und auf YouTube. Die Kanäle lauten jeweils oder heißen Eli Publishing. Kommen Sie uns besuchen, abonnieren Sie sich, dann bekommen Sie auf jeden Fall immer die Einladung zu allen Webinaren und zu allen Aktivitäten. Und das soll es jetzt an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für die rege Teilnahme, für die vielen Fragen und Antworten, und stehe Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie mir schreiben möchten. Und jetzt haben wir noch, wenn Sie mögen, gerne Zeit für ein paar Fragen. Und genau, jetzt diese Frage: Was passiert nach dem Lockdown mit der erworbenen Technologie? Kann man sie später noch anwenden? Ja, ich denke, was jetzt passiert ist, das ist irreversibel in dem Sinne, das wird nicht einfach wieder verschwinden, wenn wir alle geimpft sind. Also dazu haben wir jetzt auch die Vorzüge der Technologie kennengelernt. Wie, ich sag mal so, auf einer ersten Ebene, wir haben eben zum Beispiel das Aktivbuch von Wunderbar gesehen, also die digitalen Lehrwerke. Das ist in einigen Ländern ist es Standard, in anderen noch nicht. Von den Verlagen und auch von Eli wird es jetzt zum Standard. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein riesiger Pluspunkt für die Lerner, dass sie weiterhin das Buch haben und mit dem Buch arbeiten. Aber wenn es hart auf hart kommt und zum Beispiel gab es die Situation, dass viele Schüler die Bücher in den Schulen haben lassen müssen, weil der Lockdown so plötzlich kam, dass sie die Bücher nicht mit nach Hause nehmen konnten. In dieser Situation ist zum Beispiel das digitale Lehrwerk eine riesige Hilfe. Also das wird, denke ich mal, in jedem Falle bleiben. Was jetzt diese Plattform anbelangt, ich denke zum Beispiel, das, was wir jetzt machen, diese Webinare, das gab es vorher schon, aber natürlich wird Ihnen so gehen wie mir. So viele Webinare wie im letzten Jahr haben Sie wahrscheinlich nicht besucht, noch nie, ich auch nicht. Und ich denke, das wird bleiben als Technologie oder auch als Instrument, um miteinander zu kommunizieren. Ja, diese Geschichten, Teams, diese Plattformen, also wo man zusammenarbeiten kann oder auch Slack oder Bootcamp oder wie sie alle heißen, ist sicherlich auch etwas, was spannend ist, also wo man Projekte organisieren kann, was dann vielleicht auch so ein bisschen im Ermessen des Lehrers liegt, wann man es einsetzt und oder wann man das eher in Präsenz macht. Aber es ist sicherlich praktisch, um Projekte zu organisieren und ja, die Produkte, die Erzeugnisse zu sammeln. Also mir fällt mir zu dem Thema mal nicht ein, muss ich ehrlich sagen. Mal schauen, ob ich noch eine Frage finde hier. Hier ist noch ein Kommentar. Bessere Lehrer sind wir vielleicht nicht geworden, aber wir haben gelernt, auf eine andere Art und Weise zu unterrichten und mit vielen digitalen Apps zu arbeiten. Genau. Genau, das Didem hat das geschrieben. Genau, also wir sind kompletter geworden. Genau, ich denke, das trifft es ganz gut. Schauen, ob ich hier. Hier ist noch ein Kommentar von Derva.
wir können und müssen schneller handeln. Das ist wahrscheinlich auch noch zur Frage, sind wir jetzt bessere Lehrer geworden? Ja, wir sind flexibler, wir müssen flexibler sein. Wir müssen, heute ist Lockdown, morgen ist es nicht mehr, übermorgen ist vielleicht wieder Lockdown. Ja, also große, große Herausforderungen an Situationen, die sich ganz häufig auch wieder ändern können. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen, keine weiteren Kommentare mehr. Nochmal, hier ist jetzt noch ein Kommentar von Mirjana. Außerdem haben wir einen neuen Weg gefunden, mit Lehrern aus der ganzen Welt Gedanken auszutauschen. Genau. Genau. Also gibt es ja solche Projekte, so eine Art E-Twinning mit Schulen aus der ganzen Welt, was man jetzt dann auch über Video schalten machen kann. Genau, also da sind ganz neue Dinge jetzt entstanden und da muss man dann auch warten wahrscheinlich und sehen, wie sich das entwickelt und was dann davon sich durchsetzt, was nötig ist, was brauchbar ist oder was sich als unbrauchbar erweist oder als zu sperrig, zu unpraktisch oder zu schwierig. Ja, dann, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Ihnen bedanken, mich von Ihnen verabschieden, hoffe, Sie bald wiederzusehen. Unsere Webinarreihe geht weiter. Und bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie vor allem gesund. Also, bis dahin, alles Gute und tschüss.